Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch ein kleines Programm vorstellen, das ihr vielleicht noch nicht kennt oder vielleicht doch kennt, aber vielleicht nicht wisst, wie das nutzt. Und zwar, das ist ein internes Windows-Tool. Ihr habt das auf meinem Windows 10 automatisch schon installiert. Wenn ihr das jetzt nicht findet, dann gibt es vielleicht unten gleich ein Snapping auf der Start. Snapping Tool und dann erscheint das gleich und ihr könnt das öffnen. Ich habe mir das gleich, weil ich das relativ oft brauche, gleich ans Desktop da festgenagelt, wenn man so will, festgepinnt. Und zwar geht da auf Windows Zubehör, Snapping Tool, gehe mit der rechten Maustaste drauf und sagt an Taskleiste. Also bei mir ist es ja schon, ihr müsst ja drücken, an Taskleiste anfügen und ich müsste das halt jetzt lösen. Ich will das aber behalten natürlich. Und jetzt gehen wir, schauen wir mal, was kann man da eigentlich alles machen mit dem. Angenommen, ihr braucht so einen Bildschirmausschnitt. Jetzt haben wir dieses Programm bereits offen und ich gehe da einmal. Der einfachste Modus ist einfach der, dass ich einmal auf Neu drücke. Und was passiert? Der Bildschirm im Hintergrund wird ein bisschen matter als sonst. Und jetzt kann ich mir da herauszeichnen, was ich gern hätte. Und ich nehme da diese Sportnachricht zum Beispiel. Das hätte ich gerne jetzt als Bild, warum auch immer ich das brauchen könnte. Und sage Datei speichern unter. Lege mir solche Sachen meistens aufs Desktop, weil dann finde ich es auch wieder an. Und sage speichern. Unbenannt ist bereits vorhanden. Okay. Das will ich jetzt nicht überschreiben. Jetzt gibt es einfach einen Namen. So, irgendwie gibt es einfach einen neuen Namen. Sag speichern. Und jetzt findet das Ganze am Desktop als JPEG-Bild wieder an. So, ich hoffe, es findet es wieder an. Ihr seht schon, hier habe ich diesen Bildausschnitt jetzt hergeholt und kann den weiter gebrauchen, wie es braucht. Müsst ihr aufpassen, dass ihr keine Rechte verletzt, wenn ihr solche Sachen öffentlich verwendet. Sage ich nur so nebenbei. Natürlich kann man jetzt auch hergehen und sagen, ich möchte, das kann ich mir noch ein bisschen mehr, dieses Werkzeug, ich kann da diesen Modus verändern. Das war jetzt das rechteckige Ausschneiden, das die meisten wahrscheinlich benötigen werden. Ja, ich möchte nur ein Fenster ausschneiden, zum Beispiel. Und wie mache ich das am besten? Ich gehe daher und sage Fenster ausschneiden und hab, ihr seht hier, das komplette Bildschirmfenster ausgeschnitten und könnt es jetzt hergehen und sagen speichern unter. Gibt es wieder irgendeinen Namen und kann das dann wieder in meinem Fall eben am Desktop abrufen. Es geht aber noch weiter. Ich kann da noch hergehen und sagen, ich möchte ein Vollbild ausschneiden und das würde eben dann so ausschauen. Und was ich noch machen kann, ist, kann auch hergehen und sagen freies Ausschneiden. Das heißt, ich gehe da einfach her und schneide mal so irgendwie was zusammen und habe dann diesen Ausschnitt. Find das Programm kann eine große Hilfe sein, wenn man es anwenden kann und benötigt. Also wie gesagt, ich brauche das sehr oft. Es gibt ja noch, wenn man jetzt zum Beispiel mit Word arbeitet, diese Kurztaste mit dem Druck. Aber ich finde, dieses Snapping-Tool ist eine viel größere Hilfe. Ja, wenn ich euch helfen habe können, dann bitte ich euch um einen Daumen nach oben, um ein Abo, dass mir sehr viel geholfen wäre. Ich sage danke im Voraus und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis bald und auf Wiedersehen.